Jo, da bin ich wieder. Ich wusste gerade nicht, was ich so machen sollte, deswegen dachte ich mir, ja, hier weiter aufnehmen. Keine Ahnung, ich bin einfach mega müde und ich will nur schlafen gehen, weil es noch nicht mal 8 ist, noch nicht mal 7:30. Aber ich bloß keine Ahnung, was ich machen soll, deswegen nehme ich jetzt weiter auf. Und nee, da ist nichts, da auch nicht. Jo, wundert euch nicht, wenn ich jetzt irgendwie ein bisschen weniger aufmerksam bin oder so, weil ich halt doch ziemlich müde bin. Aber ist jetzt so. Sagen die Farben von den Krabben irgendwas aus? Leicht, ich weiß es nicht. Ja, ja, super. Hat ja gut funktioniert. Dann nochmal. Nicht draufspringen? Ah, okay. Okay. Weiß ich Bescheid. Okay, es gibt keinen echten Grund, irgendwie unten lang zu gehen. Bisschen schwieriger, sich da jetzt rauszubewegen, wenn man auch groß ist, aber funktioniert. Da geht das nicht, die können wir nicht zertreten. Ja, mach. Gut. Ich schaff das. Ah, fuck. Oder auch nicht. Sehr schlecht abgetimed. Ist da unten was? Ich will es irgendwie ausprobieren, aber irgendwie traue ich mich auch nicht. Weil ich sehe, da oben ist wählen. Nehme ich natürlich. Aber was, ob wir das nochmal brauchen? Ich traue mich nicht, das unten auszuprobieren. Wenn überhaupt, dann wird da kein Juwel sein, weil ich glaube nicht, dass sie so dicht beieinander sind. Und ich glaube, das Level hat ja keinen Secret Exit, deswegen werde ich es nicht riskieren. Obwohl die schon recht verdächtig aussahen. Und Coin. Nice. Ich weiß gar nicht, wie viele Leben ich überhaupt noch habe. Das sind die gleichen Grafiken, die ich für das DDB-Level benutzt habe von mir. Vielleicht. Bin mir sicher, Lux hat irgendwelche andere benutzt. Aber die kommen mir doch ziemlich vertraut vor. Ja. Nicht so viel zum Level zu sagen, irgendwie. So. Ich weiß nicht, keine Stelle, die jetzt besonders heraussticht oder so. Ich finde die Musik irgendwie ein bisschen unpassend. Weiß ich. Ich finde, die passt nicht so in Fabriklevel. Das ist nur so meine Meinung. Nehme ich mit. Ich merke schon, ich bin nur ein bisschen müder. Heilige Scheiße. Okay. Das war eigentlich zu einfach. Oh shit. Was passiert jetzt? Ich finde es ein bisschen komisch, dass sich für den einen Screen jetzt die Musik ändert. Verstehe ich es auch nicht. Naja, und dann die Pyramide. Tomb of the Boom. Okay, 5 Leben. Das sollte erstmal noch reichen. Müssen noch keine kaufen, bis es knapp wird. Oh fuck, Puzzle-Level? Oder was? Warum die Reset-Door? Habe ich jetzt verkackt, weil ich das Ding nicht mitnehme? Ich hoffe mal nicht. Wahrscheinlich ist dafür die Reset-Door, falls man.
Achso, ist schon. Okay, muss ich nicht nochmal. Okay, ich warte lieber noch ein bisschen. Ja, das hat nicht funktioniert. Oh, okay. Ja, ich bin neugierig. Ich dachte, vielleicht ist da irgendwas Cooles. Jetzt wissen wir, nein, das ist einfach nur Bait. Sehr gut. Ich weiß nicht wirklich, ob das meine eigene Schuld war. Also wahrscheinlich schon. Es hat sich nur ein bisschen komisch angefühlt, dass ich runtergefallen bin. Naja. Deswegen will ich jetzt mal die Schuld auf den Heck schieben erstmal. Kommt noch. Okay. Wann? Okay. Da wird bestimmt nichts sein. Scheißreck. Das ist schwer abzutimen. Ziemlich, ja. Okay. Okay. Ja, okay. Das ist schwierig. Ich finde das echt schwierig. Ich glaube, in Yoshi's Island hatte man auch den Vorteil, dass man einen Flutterjump hatte. Und hier ist noch nicht. Auch kein Cape oder so. Ich glaube, der ganze Heck, da gibt es kein Cape oder so. Auch kein Yoshi oder so. In Yoshi's Island hatte man Hilfen, deswegen waren die da ganz okay. Aber... super. SRW hat das halt nicht. In dem Umfang zumindest. Und das bisschen, das es hatte, scheint in dem Heck hier nicht vertreten zu sein. Schaffe ich das noch? Ach, gerade so. Oh, ich glaube, den habe ich scheiße platziert. Okay, gerade so. Scheiße. Boah. Das ist wahnsinnig schwierig. Ich hoffe, das ganze Level ist nicht darauf aufgebaut oder es gibt genug Power-Ups oder so. Okay, ich lasse den Bruder, glaube ich, erstmal ein bisschen weiter reisen. Dass der einfach nur verschwindet. Ja, perfekt. Warten. Ich muss mich hier gerade echt konzentrieren, weil das doch sehr schwierig ist, finde ich. Oh Gott. Ich kann das wirklich nur so Stück für Stück. Ich glaube, ich wäre kein Freund von dem Level. Muss ich ganz ehrlich sein. Also, boah, ey. Diese Stelle kommt mir einfach nur vor, wir haben den SA1-Patch drin. Den würde ich ausnutzen. Super. So kommt mir die Stelle vor. Der SA1-Patch ist drin. Wir können das machen, also machen wir das. Bin ich kein Freund von. Okay, ich kann nochmal neu machen. Ich habe wirklich das Gefühl, dass das ein sehr ätzendes Level wird. Auch hier, die Münzen respawnen, wenn man wieder reingeht. Ihr müsst schon ein bisschen drauf aufpassen, dass ihr nicht die Map-60-Münzen benutzt. Mein Gott, ey.
ich bin mir sicher, das sieht einfacher aus, als es wirklich ist. Es ist wirklich sehr schwierig. Ziemlich jeder Sprung muss genau stimmen. Das ist echt... Oh nein, ich wollte nicht zweimal springen. War da unten irgendwas? Okay. Ich habe gerade keinen Grund, mir ein Leben zu holen, weil wir noch kein Midway Point erreicht haben. Wenn es hier Midway Points gibt und ich ihn erreiche, ihr könnt darauf schwören, dass ich Leben kaufe. Das heißt, wenn ich ihn jetzt erreiche, ist es ziemlich nutzlos. Ich gehe das Risiko ein. Im Moment behandle ich das einfach nur... Ich erkunde das Level noch, ich probiere rum, so. Ich übe. Ja, ich glaube, das ist ganz gut. Versuche gerade nicht das Level zu schaffen, sondern mich einfach nur mit dem Level noch etwas vertrauter zu machen und mich an Scheiße zu gewöhnen. War hier noch irgendwas? Nein. Super. Jetzt kommt mir alles. Ich sage nicht, dass das Spider in SMW nicht funktionieren kann. Ich sage nur, man sollte, glaube ich, kein Level daraus bauen. Oder zumindest genug Power-Ups oder... Keine Ahnung. Auch wenn man unten aus dem Screen fällt, dass man wieder zurückgesetzt wird. Ein Stückchen. Irgendwie sowas, weil ich glaube, ein ganzes Level ist einfach... viel zu viel. Das war arschknapp, heilige Scheiße. Aber ihr glaubt nicht... ich habe meinen Atem angehalten. Oh Gott. Oh, fuck. Okay. Gut. Protoboss ist weg. Leider kriege ich die Dinger hier nicht weg. Okay. Wie? Warum bist du wieder hier? Du Arschloch. Wie will ich das jetzt ab? Fuck. Okay. Ist hier was drin? Hey. Dass sie dahinter verschwinden, ist auch nochmal extra unfair. Nicht unfair, einfach nur fies. Sorry, ich will meine... Boah. Ich dachte gerade, der Kopf von dem, von der Pflanze sah gerade irgendwie aus wie eine, wie der Midway Point. Kommt man die damit... Ich zerstören? Weiß ich gerade gar nicht. Konnte man. Sehr gut. Ich weiß nämlich gerade nicht, wie ich hier rankommen will. Oder kann ich hier so nicht? Ich habe natürlich die Idee, dass man... Ich muss ausprobieren. Oh Gott. Ich habe Angst. Nee, bisher nicht sehr beeindruckt von dem Level. Schön alle abgegrast. Okay. Versuche mal, so lange wie möglich groß zu bleiben. Also, logischerweise. Sollte immer das Ziel sein, denke ich. Das ist halt... Wenn man groß ist, dann ist es nochmal besonders schwer. Also im Prinzip... Scheiße. Ach, nein. Nein. Oh, Mann. Okay. Wenn man hier genau richtig abtimet, dass die Richtung stimmt und dass die Dinger nicht kommen, dann hat man... Wahnsinnig Glück, aber...
Mehr habe ich, glaube ich, nicht zu sagen. Würdest du in dem Spiel ein Cape geben, dann würde ich das kaufen. Aber eine Feuerblume bringt mir dann auch nicht wirklich viel. Und Pilz kriege ich ja. Vielleicht kriege ich einen Reservepilz. Aber was bringt mir das? Nicht wirklich viel. Und dann muss ich das Ding aufsammeln und das ist dann nochmal ein extra Risiko. Deswegen, das ist es mir nicht wert. Ach mein, nein! Was passiert, wenn ich hier reingehe? Komme ich dann an den Anfang? Ja. Super. Ich dachte, vielleicht spawnt er dann direkt wieder nebenan. Was sehr cool gewesen wäre. Und definitiv möglich. Aber nee. Wäre zu einfach. Bin ich eigentlich gleich schnell? Nee, ich glaube, das dreht sich ungefähr halb so schnell. Hier ist ein Tipp von mir. Also, an die beiden Hackersteller. Wenn ihr das Level unbedingt drin behalten wollt, wäre es, glaube ich, besser, erstens, wenn die Reset-Doors, naja, einem da absetzen, wo man reingeht. Sonst ist es einfach zu scheiße. Zweitens, ich glaube, es wäre auch besser, wenn die Geschwindigkeit von den, von den Dingern hier, von den Spike Balls, wenn die langsamer wäre, niedriger. Ich glaube, das würde das Ganze deutlich fairer machen. Wenn die, sagen wir mal, nur 70% der Geschwindigkeit haben, dann kann man das viel besser abschätzen. Es würde bestimmt 10-mal fairer dadurch werden. Also ich glaube, man sollte einfach kein ganzes Level in SMW mit den Dingern bauen. Also wahrscheinlich ist das nicht das ganze Level. Wir haben ja eben schon ein bisschen gesehen, wo das nicht benutzt wird. Aber es ist trotzdem eine ziemlich lange Stelle. Und nervig vor allem. Selbst wenn die Dinger sehr langsam werden. Es wird immer noch sehr nervig sein. Deswegen vielleicht die Chain-Dinger da. Eine Variante einbauen. Super. Ganzes Level nochmal. Ich kann mich auch direkt umbringen, ganz ehrlich. Ich bin gerade sehr ruhig. Ich weiß. Okay, für ein paar Parts war ich jetzt sehr optimistisch. Ja, was heißt optimistisch? Hatte ich überwiegend positives Feedback gegeben. Und ich glaube, seit dem Zuglevel ist das wieder das erste Level, das ich überhaupt nicht leiden kann. Zu dem Entschluss bin ich jetzt gekommen, ja. Das Level geht gar nicht. Geil. Es ist auch so eng da. Ich hätte vielleicht einen Spinjump machen können oder so, aber es wäre zu eng gewesen, um das zu überleben. Das heißt, draufbleiben? Nein. Springen? Nein. Ich wäre so oder so tot gewesen. Ich finde... Aber wie soll ich das beschreiben?
Soll ich sagen, das Level ist wahnsinnig durchdacht oder undurchdacht? Ich glaube, es ist beides. Wenn es darum geht, Stellen einzubauen, die fies sein sollen, ja, dann ist es durchdacht. Wahrscheinlich. Wenn es darum geht, einen fairen Hack zu bauen, nein, dann hat das... Dann ist es ein... kompletter Fehlschlag hier. Oh Gott, ey. Nein! Ich hab keinen Bock auf das Level. Nee. Naja, zumindest in dem Part haben wir bisher ein Level geschafft. Ich will es weiter versuchen. Im Evil Conquest 1 Let's Play habe ich ja gesagt, ich will ohne Save States spielen und bei dem einen Boss dann habe ich doch ein Save State gemacht. Aber ganz ehrlich, wir haben das Level inzwischen 80.000 Mal gesehen und ich habe festgestellt, ja, Teil davor, also im letzten Evil Conquest 1 Let's Play jetzt, das war dieses Lavaschloss da mit diesem Black Boss, von dem ich immer noch Albträume habe. Habe ich ein Save Sack gemacht, weil ich glaube, es hat einfach niemandem etwas gebracht, den Teil nochmal neu zu machen. Ich habe keine Save Sacks irgendwo während des Levels gemacht oder während des Bosses. Und ich bereue es auch nicht. Es hätte niemandem was gebraucht, wenn ich das Level noch 30 Mal hätte spielen müssen. Es hat mich einfach nur noch angekotzt, es hat... Ich bin froh darüber. Und ich bereue es auch nicht, ein Save State gesetzt zu haben oder denke mir, ich habe das Spiel nicht völlig geschafft oder so. Habe ich sowieso noch nicht, aber selbst wenn es mal beendet werden würde, aber ja. Grundsätzlich will ich keine Hacks mit Safe Sets spielen. Außer sowas wie Kaizo Hacks natürlich. Weil ich glaube, das habe ich schon mal in irgendeinem Part gesagt. Ich glaube auch in Evil Conquest 2, ich weiß es aber nicht mehr genau. Wenn Hack darauf ausgelegt ist, mit Safe Sets gespielt zu werden, dann hat der Hack versagt. Bei mir. Keiner baut einen Hack um. Keiner baut ein Level. Ich kann gar nicht denken. Okay, das war schon mal überhaupt nichts. Keiner baut ein Spiel. Einfach nur damit es mit Cheats gespielt wird. Das sind Safe Sets im Endeffekt, ja. Komm, das war unnötig. Ach, meine Fresse. Ich wünschte, ich könnte gerade mehr reden, aber wir haben das alles schon gesehen. Ich bin auch wirklich am Überlegen, gleich nochmal ein Save State zu machen oder so. Aber wenn überhaupt, dann will ich den Raum hier erstmal schaffen. Wir gucken gleich mal. Wann kommt dann der Midway Point? Ich hoffe, das Level hat einen Midway Point. Also wahrscheinlich kurz vorm Boss oder so. Haben wir heute schon einen Boss im Spiel? Nee, ne? Komisch. Das eine Mal, dass ich schon zu dem einen Raum gekommen bin, wo nicht so ein Ding... Ach, ernsthaft! Ach, meine Fresse! Wo nicht das... Dass wir... Ich kann, tut mir leid, ich kann gerade keine Sätze bilden. Ich bin fassungslos. Das eine Mal, dass ich in den anderen Raum gekommen bin. Ich bin da schon sehr stolz drauf, weil ich glaube, das war wirklich... Da habe ich alles gegeben. Da bin ich schon ziemlich stolz drauf. Umso mehr ärgert es mich, dass ich... dann versagt habe. Okay. Ich glaube, ich sollte einfach noch ein bisschen vorsichtiger sein.
vorsichtiger im Sinne von nicht so impulsiv, glaube ich. Boah, das ist gerade ziemlich gut. Scheiße! Fuck! Okay, noch ist nichts verloren. Ich bleib dabei. Dieser Sprite ist nicht für Super Mario World ausgelegt. Wenn überhaupt für kurze Stellen oder für Boni oder irgendwie sowas. Ich will ein stinknormales Level. Oh, fuck, ich wusste nicht, in was für eine Richtung ich sollte. Ich habe ein Leben. Machen folgendes: Suizid. Denn wenn ich jetzt zum Midway Point komme, dann will ich auch Nutzen daraus ziehen. Und dafür brauche ich mindestens zwei Leben. Ich meine, wir verlieren dadurch ja nichts. Mein Stolz sowieso nicht. Nicht in den Level. Oh nee, ey. Ja, das ist auf jeden Fall auf einer Stufe mit dem Zuglevel und mit dem einen Geisterschloss. Das ist ein ätzendes Level. Das ist furchtbar. Sorry, dass ich gerade so solchen Klartext rede, aber ich muss das nicht begründen. Ich habe das schon begründet. Ja, das Ding wenigstens etwas schneller als die Dinger. Aber nein, alles ist genauso, dass es ein möglichst viel ankotzt. Ach, meine Fresse, du Hurens... Ey. Langsam werde ich wütend. Ich will positive Videos machen. Da kommt so ein Level. Och, nee. Okay, das Ding warte ich ab. Okay, dann runter. Dann rauf. Schlechtes Timing. So irgendwie. Ja, das war scheiße. Okay, ja, eigentlich gar nicht so schlecht. Okay. Okay, ja, überlebe ich. Oh, das lief sehr gut. Das lief... Ja, das war nicht, wie sagt man? Nicht zu stoppen, nicht aufzuhalten. Das war das Wort. Ich verliere schon die Fassung hier. Ach, das hier gescheit abzuteilen. Mein Gott, ey. Einfach nur nervig. Oh nein, du... Du Arschloch! Warum ist das Ding jetzt wieder hier? Klar, weil ich das offscreen habe. Das war eine rhetorische Frage. Okay. Ist das Ding wieder hier? Verschwinde einfach nur aus meinem Leben. Dankeschön. Okay. Okay. Ich würde doch gerne gucken, was wir hier haben. Einfach nur das, okay. Ich mach folgendes. Ich weiß nicht, ob ich das benutzen werde. Ich weiß es noch nicht. Okay. Noch nicht. Noch nicht. Ich versuch nochmal.
Warum habe ich das getan? Ach mein Gott. Ach nein! Das ist aber auch komisch, wenn man runterfällt, dann... Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich einen Kurs irgendwie keine Kontrolle habe oder so. Das ist komisch, irgendwie... Die Geschwindigkeit. So, ich bring mich nochmal um. Übrigens, nächstes Mal, wenn ich in den Raum komme, dann mache ich ein Safe State. Habe ich jetzt gerade entschieden. Ich sehe das nicht ein. Ja, super. Ach, ich habe das Scheißding doch nicht berührt, ey. Meine Fresse. Ich habe von Anfang an gesagt... Das sieht ätzend aus. Dann habe ich gesagt, das kann so ein SMW nicht so gut funktionieren. Oh mein Gott, hatte ich recht. Okay, das war sehr riskant, aber es hat funktioniert. Okay. So, bloß nicht in die Nähe des Stachels da kommen. Okay. Das Ding kommt gleich sowieso nochmal wieder. Okay. Sorry, dass ich gerade ins Mikro gepustet habe. Das war gerade meine. Das war gerade meine echte Reaktion darauf. Ich musste gerade wirklich richtig durchatmen. So. Ich lade gleich ein Safe-Set, wenn ich hier sterbe. Ich sehe nicht ein, das nochmal länger durchzumachen. Ach, wirklich? Sag. Ich mach den Teil nicht nochmal. Nee. So, wenn ich hier sterbe. Da, so zum Beispiel. Da beschwere ich mich nicht mal. Ich sterbe hier, weil der Levelabschnitt ist human. Ich würde das spielen. Hier brauche ich auch kein Safe-Set zu setzen. Ja, das nicht für den Teil davor. Ach genau, ich bin ja gestorben, weil ich da einfach runtergegangen bin. Gott, war das dumm. Nein, oh fucking. Warum ist das denn ja jetzt? Zwei verschiedene Türen. Okay. Das hat nicht funktioniert. Macht es einen Unterschied, wenn ich in die... Nee. Okay. Okay. Oder sollte ich jetzt in die andere Richtung mit dem P-Switch? Ich meine, da war ja ein P. Wahrscheinlich soll ich in die andere Richtung. Ach nee, ich kann... Stimmt ja, geht ja nicht. Okay, dann nicht.
Aber hey, der Abschnitt scheint deutlich machbarer zu sein. Man hat deutlich mehr Platz. Und naja, es ist nur ein Disco-Ball, auf den man achten muss. Und ich... drei von diesen Spike-Bällen da. Das finde ich ja sogar noch okay, regelrecht. Ist vielleicht nicht super, aber... akzeptabel. Ach, wirklich? Verstehe aber auch nicht, was genau hat es hier mit dem P-Switch auf sich? Warum muss es mit dem P-Switch sein? Hat das irgendeinen leveltechnischen Vorteil? Ich meine, rechts war ein P, deswegen denke ich, ich muss es irgendwie da hinbekommen, aber geht ja nicht. Oder doch? Nein. Nein, geht nicht. Einfach nur mal neu. Kann ich erst riskieren. Okay. Vielleicht gibt es einen Bonus, wenn wir möglichst schnell ans andere Ende kommen und P-Switch noch aktiv ist. Das wäre richtig arschig. Und das könnt ihr sowas von vergessen. Das mache ich bestimmt nicht. Okay. Soll ich damit jetzt zurück oder soll ich... okay, ich muss... okay. Dass hier aber auch kein Midway Point kommt. Ich bin eine halbe Ewigkeit in dem Level und es kommt kein Midway Point. Aha. Okay. Okay. Und es steigt weiter, natürlich. Aber hey, die Stelle ist eigentlich ganz cool. Okay. Fuck! Oh. Aber wir haben alle. Und wir haben noch einen Midway Point. Deswegen würde ich jetzt einfach weitermachen. Ich mache jetzt einfach weiter. Ich habe alle Juwelen. Zumindest das kann ich jetzt poppen. Okay. So. Aha. Wurde das mit dem Pilz getestet? Soll das so sein? Warte mal. Wenn ich die Sequenz abbreche... wenn ich die Sequenz abbreche, dann kriege ich nicht meinen Pilz? Wow. Ich weiß nicht mal, warum das so ist. Warum kann ich nicht einfach in einem anderen Sublevel spawnen? Wie jeder andere Hack. Kann ich den Pilz einfach nochmal aufnehmen? Ich kann jetzt auch nicht verstehen, oder? Okay.
Ja, beweg dich. Dankeschön. Hopp. Super. Ernsthaft. Ich gehe ein paar Leben holen, okay? Jo, geht weiter. Ich hoffe, 7 Leben reichen. Ich habe den Pilz wieder nicht bekommen, weil ich es abgebrochen habe. Welches kommen wir durch die Stelle jetzt einfacher? Ach Gott. Ach, ah, scheiße. Zu spät gemerkt, dass ich nicht drücken sollte. Abgesehen davon ist das Level okay. Es gibt ein paar Stellen, die finde ich nicht so geil. Aber insgesamt gibt es jetzt nichts, was ich wirklich groß bemängeln kann irgendwie. Nur der erste Teil des Levels, der... Oh, nee. So. Okay, der Teil hat eigentlich einige coole Ideen. Du willst mich doch verarschen. Du willst mich doch am Arsch lecken. Ist doch versteckte Kamera hier, ey. Einfach rein da. The inscriptions on the tomb revealed that there was yet another artifact to be stolen by Melipan and his cohort. Mario knew that, whatever it is, they were not allowed to have it. Ich bin gerade einfach nur froh, dass das Level Geschichte ist. Okay, A muss man drücken, oder? Okay. Das... Der Part war jetzt länger, als ich eigentlich wollte, aber wir haben das Level geschafft. Nicht 100% legitim, ist mir scheißegal. Danke fürs Zuschauen. Bla bla bla. Ihr kennt den Mist. Bis zum nächsten Mal. Ciao.